So. Den Weg kennen wir ja bereits. Einmal den Weg hoch hier. Wird übrigens auch im Buch ziemlich genau so beschrieben, dass es hier eine Ansteigung hochgeht oder ein Anstieg hochgeht und an der Spitze dann quasi das zelzelnde Pony uns erwartet. Oder beziehungsweise im Buch halt Frodo erwartet. Und ich finde, das haben sie wirklich gut umgesetzt, Bray. Also das gefällt mir richtig gut. Auch wenn es im Buch sich kleiner liest, als es hier dann aussieht. Hier sieht es ja doch wie eine ziemlich große Stadt aus. Im Buch liest es eigentlich relativ klein. Hey Gerstenmann, alles fit? Wir biegen mal hier lang ab. So. Zurück zu Gandalf, einmal die Treppe hoch. Gandalf kann halt auch überall gleichzeitig sein. Ich meine, er ist ein Zauberer. Er kann das. So. Warum stört ihr mich? Und dann nehmen wir mal kurz hier den unfreiwilligen Shortcut. Und schon sind wir wieder im Bruchtal. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. So, damit können wir das Quest auch direkt wieder abbrechen. Und das Günstige ist, wir sind nicht bloß im Bruchtal, sondern wir sind auch direkt in der Nähe der Gastzimmer. Mal kurz hier den Blick genießen. Schön, oder? Wartet mal. So, noch viel schöner. Aber das können wir uns später, wenn wir dann hier öfter sind, noch mal ein bisschen genauer anschauen. Jetzt erstmal geht es hier rüber, denn hier drüben, das ist das Gasthaus. Wir sind also wirklich direkt um die Ecke. Und in den Gästezimmern finden wir nicht bloß Aragorn, sondern auch Gimli und Legolas. Und hier haben wir Legolas. Ja, sieht halt ein bisschen anders aus als im Film, ne? Aber typisch elbisch. Und hier ist Gimli. Der ist nicht bei seinem Vater, denn hier im Spiel ist sein Vater Gloin in den Nebelbergen. Ich weiß nicht, ich glaube im Hauptquest kommen wir nicht in die Nebelberge, ins Nebelgebirge. Aber der hat auch einige Quests bei sich. In Gondor sagt man, lege die Macht Elronds in Weisheit. Ja, so ist es auch. Und dieser freundliche Herr hier, das ist Boromir. Auch Boromir lungert hier mit rum. Und ich muss sagen, Boromir konnte ich ja vom Film her überhaupt nicht leiden. Aber hier im Spiel, muss ich sagen, habe ich ihn dann doch mal ein bisschen schätzen gelernt. Und auch im Buch, muss ich sagen, kommt er weitaus ehrenhafter und besser weg als im Film. Also da merkt man doch, dass er eigentlich eine gute Seele ist. Auch wenn er sich dann vom Ring beeinflussen lässt. Ich danke euch für diese Neuigkeit. Oh, wenn ich doch nur da sein könnte, um zu helfen. Aber es scheint, als läge mein Schicksal im Moment im Süden und nicht im Norden. Ich werde eine Nachricht für Halberath verfassen und Herrn Elrond bitten, dass einer seiner Elben sie nach Esteldin bringt. Ihr habt genug getan und ich danke euch. Ruht euch nun erst einmal hier in Bruchtal aus. So, schauen wir mal, was können wir denn hier an uns nehmen? Die Schuhe nicht, die hier vielleicht? Nee, die sind leider auch nicht so besonders vom Abwehrwert her. Ansonsten meisterlich gefertigte Lederausrüstung. Ich nehme mal das, da werden wir doch bestimmt was mit dabei haben. Willkommen in Bruchtal. So, und damit geht's schon zu Buch 4 über. Tatsächlich, ne? Willkommen in Bruchtal. Also wir haben gesehen, Buch 3 war wirklich ziemlich kurz. Und wir wollen zumindest das Buch 4 Vorwort noch anfangen. Ärger in Bruchtal. Willkommen in Bruchtal, wo ihr das letzte heimelige Haus östlich der See findet, Algier. Die Reise nach Imladris ist nicht mehr so angenehm, wie sie einst war. Und ich danke euch, dass ihr die Strapazen auf euch genommen habt. Ich hoffe, das Wasser bei der Furt hat sich inzwischen wieder beruhigt. Als wir sie hinter uns ließen, war sie nur schwer zu passieren. Ich fürchte, dass der Grund dafür noch nicht behoben wurde. Herr Elrond ist der Meister dieses Hauses hier. Er sollte bereits über eure Ankunft informiert worden sein. Ihr findet ihn nordöstlich von hier, in seiner Bibliothek im oberen Stock des letzten heimeligen Hauses. Gut, dann würde ich sagen, da das ja doch relativ kurz war, das Buch 3, werde ich, bevor ich die Aufnahme beende, noch einen kleinen Rundgang mit euch machen. Hier durch Bruchtal. Wir haben jetzt natürlich noch nichts von den Trollhöhlen gesehen, also vom Weg, der hierher führt nach Bruchtal, aber das werden wir noch unternehmen. Im Laufe vom Buch 4 werden wir uns nämlich den Trollhöhen widmen. Jetzt aber erstmal
genießen wir ein bisschen hier die Natur. Wir sehen, es ist ein herbstlicher Wald. Natürlich, es ist ein später Herbst. Wir haben den goldenen Oktober gerade. Und, also was heißt später Herbst? Es ist mitten im Herbst. Und deswegen sieht es ja natürlich auch herbstlich aus, aber trotzdem sehr schön irgendwie. Sehr gemütlich, sehr einladend. Hier unten haben wir mal wieder ein Feldlager. Wie heißen die Dinger denn? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich komme gerade nicht drauf. So ein Lager halt, wo man seine Punkte, die man in den Instanzen als Belohnung bekommt, einlösen kann. Und wo man seinen NPC-Begleiter, den man in den Instanzen benutzt, mit verstärken kann. So, und ich würde sagen, was haben wir denn hier für welche? Oh, siehst du mal, eine Ausbilderin für Jäger ist interessant. Achso, macht keinen Sinn mit dir zu reden, wenn ich hier nichts anzeige. Ruht euch hier aus und lasst eure Sorgen an den Ladris-Schwelle. Na gut, ist auch egal, denn bei ihr lernen wir ja sowieso keine Skills mehr. Das war ja nur früher mal so. Wir sind jetzt ganz im Westen von Bruchtal. Und hier drüben haben wir die Stelle. So, ich werde nochmal ganz kurz... Elrons Stelle, genau. Ich werde nochmal ganz kurz mit ihm reden. Es kann sein, dass ich das schon mal gemacht habe. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Habe ich schon mal, okay. Nur zum, damit ich schon mal bei ihm gewesen bin jetzt. Ah, und hier steht Galdor rum, siehst du mal. Galdor ist einer der Elben von Bruchtal, die auch als Gesandte fungieren. Nicht Gildor, sondern Galdor in dem Fall. Und den werden wir später mal in Gondor wiedersehen. Mehr sage ich jetzt aber nicht zu. Galdor... Die Kaltfelsentruppen wurden von Angmars Armee aus dem Holzfällerlager in Grimwald vertrieben. Galdor ist, glaube ich, auch Teilnehmer am Großen Rat mit. Wenn ich mich nicht ganz doll irre. So, jetzt muss ich aber doch mal hier wieder anmachen, weil ich gerade mal schauen will, wo geht's denn hier hinten hin? Das weiß ich gar nicht. Schauen wir es uns mal an, einfach. Okay, es geht einfach nur ins wilde Grün hinein. Warum nicht? Kann man auch machen. Also wir sehen... Bruchtal ist ein sehr zerknüftetes Gebiet. Im Hobbit wird es auch so beschrieben, dass man es wahrscheinlich gar nicht finden würde, wenn man nicht weiß, wo es ist. Und dass es wirklich sehr versteckt liegt auch. Und quasi in, wie so, in so einer Felsspalte mit drin versteckt liegt. Ganz so ist es hier jetzt nicht, aber naja. Ich meine, im Buch vom Herrn der Ringe wird ja auch nicht beschrieben, wie man nach Bruchtal kommt. Weil Frodo die Besinnung verliert und dann erst im Bruchtal wieder aufwacht. Von daher wird dieser Part dort quasi übersprungen. So, hier hinten haben wir die Schmieden von Bruchtal, denn die Elben sind auch begnadete Schmiede. Auf andere Art und Weise als die Zwerge. Denn Elbenklingen sind halt auch was Besonderes, ne? Und ich glaube, hier hinten wird dann auch Andoril neu geschmiedet. Und... das steht momentan bei mir noch aus. Das ist ein Nebenquest in Evendim, dass man die Rohstoffe zur Neuschmiedung, zum Neuschmieden von Andoril quasi zusammentragen soll. Und das Handwerk der Elben ist wunderbar anzusehen. Dafür braucht es jedenfalls einen besonderen Stein und den gibt es nur in Evendim nochmal. So. Hier... hier unten gibt es eine Quest für mich. Was hast du denn? Hört meine Worte. Ach, sprecht mit Gloin im Nebelgebirge. Na gut, das können wir gleich annehmen. Warum nicht? Das werde ich bestimmt auch mal demnächst mitmachen. Nebelgebirge habe ich auch mir geholt, das Aufgabenpack. Auch die Trollhöhen habe ich. Also abgesehen von den Nordhöhen habe ich ziemlich viel. Kann also so gut wie alles spielen. Ich weiß gar nicht, was mir sonst noch fehlt, außer den Nordhöhen. Weiß gar nicht, ob mir überhaupt noch was fehlt ansonsten. Hier in Eriador zumindest. Der Turm der Zusammenkunft. Keine Ahnung, was das sein soll. Die Chronik der Ereignisse, die wird später noch dienlich sein, insofern, dass wir da eine besondere Art von Instanzen erledigen können. So, und normalerweise, ich binde mich mal hier an den Markstein an. Normalerweise würden wir jetzt von da oben kommen. Kann ich das mal kurz auf der Karte zeigen. Wir waren hier bei dem Gästehaus, bei dem Gästezimmer. Und normalerweise kommt man hier vom Süden und muss dann hier die Serpentinen hinabreiten. Hier geht es wirklich tief hinab.
Und an dieser Wegkreuzung kann man einmal nach links zu den Gästezimmern kommen und nach rechts dann zur Brücke, die hier vor uns liegt. Sodass man dann hier zum letzten heimeligen Haus kommen kann. Hier hinten, wir sehen, dort hinten ist ein Loch im Fels. Dort gibt es ein Höhlensystem. Ich glaube, da kommt man nur rein, wenn die Elben zu einem Vertrauen gefasst haben. Also wenn man hier bei der Fraktion schon ein bisschen Ruf besitzt. Und ich muss sagen, hier sieht das Wasser auch wieder unglaublich cool aus. Mit dieser Spiegelung des Wasserfalls noch dabei. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass relativ ruhig fließende Wasser sieht halt richtig gut aus. Wenn wir dann hier hingehen, da fehlen die Effekte halt ein bisschen, ne? Da merkt man dann doch, naja, es ist halt ein bisschen älteres Spiel und diese Spiegelungseffekte wurden erst nachträglich eingefügt. Na gut, ist eben so. So, bevor wir aber jetzt zum Haus hin machen, möchte ich euch noch einen Herrn zeigen, der im Buch ganz wichtig ist, im Film leider nicht. Und das ist Glory Glory Glorfindel. Wo ist er denn? Müsste er nicht hier sein? Glorfindel? Bist du nicht hier eigentlich? Okay, vielleicht ist er noch... Nee, ich glaube, der ist eins höher, oder? Mal schauen. Können wir hier direkt... Ja, wir können direkt hoch. Einmal querfeldein. Ja, stimmt. Glorfindel ist, glaube ich, hier vorne dann rechts irgendwo. Schauen wir mal. Ja. Okay. Alles klar. Das ist das letzte heimelige Haus, das ich übrigens vorstellen darf. Das ist, wenn ich mich nicht irre, Nimrodel. Oder Lúthien? Nee, es ist Lúthien. Stimmt, das ist die Statue von Lúthien. Und hier haben wir eine Statue von Gil-galad. Der sieht schon ziemlich cool aus mit seinem fetten Speer und seinem Schild hier. Also war schon ein nett anzusehender Kerl. Und wenn wir jetzt hier hinter machen, finden wir Glorfindel. Dort hinten steht er und hat sogar ein Quest für mich. Na Mensch. Ein sehr idyllischer Ort und wir sehen, die Hoffnung ergreift uns. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Glorfindels Begleitung. So, nur mal kurz schauen, was wir hier haben. Eine Elbenkriegerin. Ach so, okay. Ach Gott, ja, wir sollen eine alte Weggefährtin von ihm, die am Evendingsee lebt, besuchen. Kann ich mal mitmachen. Warum nicht? So, das werde ich aber mal hier rausnehmen. Interessant, dass das zu den Trollhöhlenaufgaben gehört. Na gut. Also, das ist Glorfindel. Im Buch insofern interessant, weil er derjenige ist, der Frodo vor den Ringgeistern rettet. Und nach Bruchtal bringt, auf seinem Pferd. So, wir werden uns jetzt aber hier hineinbegeben, ins letzte heimelige Haus. Und werden mal schauen, wenn wir da drinnen noch zu finden, denn wir haben ja, ist ja nur einen Teil der Ringgemeinschaft gesehen. Das ist das letzte heimelige Haus. Natürlich mit Bäumen in der Wohnung drin. Ich sehe gerade zum ersten Mal, dass ja gar kein Dach drüber ist. Das ist ja ein offener Hof, ein Innenhof. Wusste ich gar nicht. Gut, und ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in die Halle des Feuers. Das ist quasi so die Versammlungs- und Speisehalle. Hier wird auch ein großes Fest abgehalten, als die Ringgemeinschaft quasi hier ankommt, beziehungsweise als die Hobbits ankommen und Frodo dann wieder wach ist. Und hier treffen wir einmal auf Lindir. Bei Lindir, ich weiß gar nicht, ob der im Buch erwähnt wird, da bin ich mir gar nicht sicher. Im Film kommt er auf jeden Fall mit vor. Bin mir bei Lindir nicht sicher, das weiß ich gerade nicht mehr genau, wie das mit dem war. Und hier haben wir Bilbo. Na, willst du vielleicht mit ihm sprechen? Ach so, das Quest ist noch über meinem Level. Okay, na gut. Also wenn es, das Problem ist halt, man kann halt nicht sehen, ob das weit unter dem eigenen Level ist oder weit über dem eigenen Level. Es ist immer ein silberner Ring. Aber wenn man ihn nicht ansprechen kann, dann weiß man, ja, es ist über dem eigenen Level. Gut, ist eben so. Dann lassen wir Bilbo mal links liegen und wollen mal schauen. Die Halle des Feuers ist ein Ort der Reflexion. Okay, einfach nur eine unbedeutende Sängerin. Ja, bei Bilbo ist es dann so, wir können dann bei ihm Rätsel lösen. Er hat Rätsel für uns, er ist ein großer Rätselfreund und er ist ständig im Rätselwettstreit mit Lindir zusammen. Und
man nimmt dann quasi daran teil an diesem Wettstreit. Also hier die Halle des Feuers, ein Ort der Zusammenkunft und des friedlichen Beieinanderseins. Dann haben wir hier drüben ein Gästezimmer, das wir momentan nicht betreten können. Wir sehen erst in Buch 12, Kapitel 10 werden wir hier reinkommen. Das dauert noch. Das wird erst dann sein, wenn wir ganz genau wissen, was es mit der Bedrohung durch Angmar auf sich hat. Mensch, sogar der Boden spiegelt sich, sehe ich gerade. Ist ja Wahnsinn. Verrückt. Aber auch auf dieser Seite haben wir noch einen Eingang, nämlich in Bilbos Zimmer. Und hier finden wir die restlichen Teilnehmer der Ringgemeinschaft. Beginnen wir doch mal hier. Mit Merry und Pippin. Da stehen sie, die zwei. Ich frage mich, wie weit es noch bis zu unserem Ziel ist. Es ist noch ein Meter. Kann ich dir schon mal verraten. Nun, wir würden es gar nicht mögen, wenn wir zurückgelassen werden würden. Ja, da habt ihr ja Glück, dass ihr mitgenommen werdet, weil ihr penetrant genug darauf pocht. Eigentlich wollte Elrond die beiden ja nicht mitschicken. Hier ist auch Sam. Wir stecken ganz schön in der Klemme, oder nicht, Samwise, alter Junge? Die alte, treue Seele. Sie sind also alle hier in der Nähe von Frodo, der hier drüben mit Gandalf steht. Niemand kann alle Wege sehen, die vor uns liegen. Ja, und wir sehen, Gandalf ist überall. Gandalf ist auch hier. Für den Moment sind wir in Sicherheit. Doch schon bald werden wir uns wieder in Gefahr begeben müssen. Da sagst du was, Gandalf, da sagst du was. Und jetzt treffen wir auch zum ersten Mal auf Frodo. Fürst Elrond mag zwar alt aussehen, doch scheint er mir gleichzeitig auch jung zu sein. Und umgibt ein gewisses Leuchten. Also ich finde nicht, dass Elrond alt aussieht. Wir können uns ihn ja gleich mal anschauen. Ich finde nicht, dass er alt aussieht. Und er wird auch im... Ich weiß gar nicht, ob er im Herrn der Ringe größer beschrieben wird. Ich glaube, im Hobbit wird er ein bisschen beschrieben. In einem von beiden Büchern wird er ein bisschen beschrieben. Da steht auch nichts davon, dass er alt aussieht. Ich meine, Elben werden ja auch nicht alt vom Aussehen her. Ich hoffe, Lobelia hat dem Väterchen nicht so viele Unannehmlichkeiten bereitet. Er verdient bessere Nachbarn. Das Väterchen ist der alte Omen, glaube ich. Also der Vater von Samwise Gamgee sozusagen. Mein Onkel Bilbo verbringt seine Zeit in der Halle des Feuers. Aber das ist sein Zimmer. Ja, genau. In dem Zimmer haben wir auch, was ich seltsam finde, wenn wir bei Frodo stehen, haben wir Grauen auf uns. Das heißt, die Anwesenheit des Rings beeinflusst uns so sehr, dass selbst, obwohl wir neben Gandalf stehen, das Grauen auf uns lastet. Ich dachte mal erst, das ist ein Fehler, weil wir ja in der Nähe von Gandalf stehen, aber mir ist dann irgendwann bewusst geworden, es wird wohl die Anwesenheit des Rings sein, die dafür zuständig ist, die daran schuld ist. So, wir schauen uns noch den Rest des letzten heimeligen Hauses an. Mal kurz auf die Ostveranda hinaus. Hier können wir zumindest den Ausblick genießen. Also hier hinten können wir auf den Wasserfall hinausschauen. Und die Ruhe genießen. Also, Bruchtal ist halt wirklich ein Ort des Rückzugs und der stillen Besinnung, wenn man so will. Schön ist auch, wir können hier theoretisch auch auf dem... Okay, man kann doch nicht auf dem Dach herumsteigen. Na gut, dann nicht. Ich hatte es irgendwie in Erinnerung, dass wir hier drauf springen können. Na gut, von mir aus. So viel zur Ostveranda. Nur wenn wir uns zusammentun. Ich weiß gar nicht, was so oben noch auf der linken Seite ist. Müssen wir mal schauen. Weil die interessanten Gebäude, die interessanten Zimmer eigentlich immer auf der rechten Seite hier sind. Schauen wir mal kurz. Okay, was haben wir denn hier links? Ist hier überhaupt irgendeine Tür? Lange habe ich mich danach gesehnt, die Blätter von Galadriel zu sehen. Hier ist keine Tür mehr. Deswegen gehen wir mal nicht, wir gehen nicht nach oben. Doch, wir schauen mal kurz hier oben, was es hier noch so gibt auf der rechten Seite. Auch hier ist keine Tür. Also hier sitzen überall Elben rum und... machen halt, was sie machen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ihr seid sicher müde von eurer Arbeit. Ich weiß nicht, was Elben mit ihrer gesamten Zeit so anfangen. Die sind ja wirklich ewig unterwegs, leben ja ewig und ich weiß nicht, was sie mit ihrer Zeit so anfangen die ganze Zeit über. Hier haben wir die Gildenhalle der Gelehrten. Seid ihr weit gereist, um ins Tal zu kommen? Es gibt für jede Gilde, für jede Handwerksgilde eine Gildenhalle. Meine ist in Esteldin mit, für die Drechsler. Die für die Gelehrten ist hier, weil weil Elrond eine große Bibliothek hat. Und in die werden wir jetzt hineingehen, um Elrond mal zu besuchen. Wir sehen, die ist nicht klein. Und die Gelehrten, die können auch, also am Anfang können sie eigentlich alles, was sie herstellen können, die ganzen Farben und so weiter, was sie da alles haben,
gleich ohne irgendwelche Hilfsmittel machen. Die späteren Gelehrten, die müssen dann immer in eine Bibliothek gehen. Diese Bibliotheken sind dann zum Beispiel hier. Seit vielen Menschen. Studierstube, meine ich natürlich. So, und hier haben wir auch Elrond herumstehen. Aragorn ist für die Aufgabe bereit. Mit Elrond werden wir erst beim nächsten Mal reden. An dieser Stelle beende ich die Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, seid gespannt, was in den Trollhöhlen passiert. Und haut rein, bis zum nächsten Mal.